16 Jahre, da bist du ja noch ein Bub, 16 Jahre. Aber du hast nicht rausgekommen. Habe einen Stellungsbefehl gekriegt vor Weihnachten, 44. Und dann haben wir in Rosenheim verloren waren in Viehwaggon. 316-jährige Buben, da waren auch viel krank, Mandelentzündung, Lungenentzündung und das, aber die haben keinen Ritt gelassen. Jeder hat mitmessen, ob ich auch krank war. Und die haben dann verteilt worden, da am Rhein entlang auf. Weil hinter dem Rhein waren schon die Amerikaner fast. Und da haben wir verteilt worden, ohne Ausbildung. Und dann haben wir auf die hingeschissen müssen. Die waren mit dem Fallschirm von den Wolken rausgekommen. Und natürlich hat es den Fallschirm zerrissen, als du ihn getroffen hast, dann ist der durchgefallen. Und hat sich herunter, hat sich eine Straße gehauen oder einen Erdboden rein, dann ihr Darm rausgekommen hat. Da wäre es. Aber das werde ich mein Leben nicht vergessen, da habe ich auf einen Hitzel, der ist nicht mehr weit weg gewesen. Es war ein Ringtag, da waren die Wolken so weit herunter. Und dann hat er gesagt, abdrücken, schießen, schießen, abdrücken. Da habe ich auf einen Hitzel, da weil wir müssen haben. Dann habe ich Daumen zugezwickt und habe ich gedacht, ich will den Moni treffen, ich will ihn nicht drauf. Ich habe aber abgedrückt und habe Daumen zugezwickt, da ich ja nicht sehe oder nicht treffen will. Also ich sage das, da habe ich aber ein Jahr lang gezittert, wenn ich eine Suppe gegessen habe oder einen Kaffee drin habe, mit den Händen. Und bei der Nacht bin ich da und wach geworden und habe das Zittern angefangen.